So, hallo Steffi, wir haben uns gerade hier am Stadtgarten in Dortmund getroffen. Du wolltest ein bisschen über dein Leben erzählen. Stell dich doch mal bitte vor. Ja, ich heiße Steffi, bin 32 Jahre alt, bin schon fast, also 16 Jahre auf Drogen, ne, seit meinem 13. Lebensjahr. Habe momentan keine Wohnung, ne, hänge mal da ab. Ja, das ist immer der gleiche halt, ne. Keine Perspektiven, kein Tagesablauf. Man lebt nur für die Drogen halt, ne. Ja, Methadon-Programm bin ich auch schon seit 13 Jahren. Ja. Wie kam es genau dazu mit den Drogen, Steffi? Ja, also ich bin eigentlich aufgewachsen in einer ganz guten Familie, ne? Also war ganz gut. Dann, als ich 13 war, dann ein paar Freunde kennengelernt, mit Kiffen angefangen, Alkohol. Da hat mir natürlich alles gefallen. Dann kam dann schon mit Kokain dabei. Es ging eigentlich alles ganz schnell, ne? Ja, mit 18 dann ging es weiter mit Heroin. Dann bin ich auch relativ schnell im Programm. Ja, und seitdem nonstop ne, ab und zu mal Entgiftungen gemacht. Zwei Therapieversuche, die ich abgebrochen habe. Und na, dreimal in der JVA gewesen. Ja, aber auch nur wegen Schwarzfahren, Ladendiebstahl, ne, BTM-Besitz, sowas halt. Ja, dann, wenn ich rausgekommen bin, die helfen ja auch in der JVA nicht wegen Wohnungssuche oder irgendwas, ne, dann stehst du wieder auf der Straße. Ja, was machst du? Fängst du wieder mit den Drogen an, ne, und alles wieder von vorne, ne. Ja, einen Freund habe ich auch, bin mit denen auch 7 Jahre zusammen, ne. Ja, im Moment läuft auch nicht so gut. Ja, dann habe ich mich auch leider noch mit HIV angesteckt. Er hat sich mit HIV angesteckt oder du, das hatte ich jetzt gerade nicht gehört. Du hattest. Ich, ja. Aber er hat es mir aber auch sofort gesagt, ne, als wir zusammenkamen. Ja. Ich war blöd und naiv, war mir egal. Ja. Genau. Ja, und Hepatitis C kommt auch noch dabei. Ne? Ja. Dann gibt es eigentlich auch Medikamente für diese HIV. Kriege ich noch niemals das auf die Reihe, nehme ich gar nicht. Und alles scheiße. Jetzt im Moment die Hauptdroge, was mich richtig, ja, wie soll ich sagen, auf Deutsch gesagt, gefickt hat, ist scheiß Kokain. Ne? Ich rauche das und das hat mich echt Teufelszeug. Boah, das ist, kann ich gar nicht beschreiben. Man rennt nur noch dieser Droge hinterher. Man gibt bis auf den letzten Cent alles und noch dafür auf. Leider bin ich deswegen auch schon auf den Strich gegangen. Tja, das ist auch nicht normal. Hätte ich früher sowas niemals gemacht, ne? Ja, letztes Jahr war ich schwanger. Jetzt habe ich eine 8 Monate alte Tochter. Dann habe ich Therapieversuch mit, also Mutter-Kind, ne? Musste ich aber auch vom Methadon weg. Ja, und nach einer Woche habe ich es leider abgebrochen, ne? Ich war so überfordert und erste Kind. Ja, durfte ich natürlich dann nicht behalten, ne? Erstmal wegen Drogen, keine eigene Wohnung, nix. Aber dank meiner Schwester, die hat nichts mit Drogen zu tun oder so, die hat das alles mit Jugendamt abgeklärt, dass sie das nehmen darf, ne? Damit es halt nicht in eine fremde Familie kommt. Also sie unterstützt dich auch. Ja, also meine Kleine lebt jetzt bei ihr. Ja. Aber das ist auch scheiße. Mir tut das auch weh, ne? Dass ich das verkackt habe und nicht für sie da sein kann halt, ne? Weil ich kann mich momentan noch nicht mal selbst um mich kümmern. Ja, das ist das, ne? Wie viel Drogen nimmst du denn am Tag? Beziehungsweise wie viel Geld gibst du denn aus dafür? Pff, manchmal kommt ein Hunderter, je nachdem wie viel ich habe, ne? Manchmal 60 so, aber es von morgens bis abends, ne? Ja. Und dein Freund, er ist auch abhängig. Ja. Bist du denn noch auf den Straßenstrich dann? Also machst du Prostitution immer noch oder? Ja, leider ja. Ja. Ist wirklich alles sehr traurig, Steffi. Ja, natürlich, ne? Klar. Genau, er ist um 32, ne? Ich
eigentlich könnte ich noch was ändern, ne? Ein anderes Leben einschlagen. Aber ich habe momentan einfach nicht die Kraft dafür, ne? Bin ich ganz ehrlich. Mhm. Schaffe ich einfach nicht. Ja. Wie sieht es mit Familie aus? Also, du hast gerade deine Schwester angesprochen. Ja, Gott sei Dank steht meine Familie noch hundertprozentig zu mir. Ne? Wie gesagt, ich habe ja gesagt, dass ich keine Wohnung habe. Ne? Aber ich kann bei meiner Mutter halt wohnen. Also muss jetzt nicht draußen pennen. Mhm. Und da bin ich ihr auch echt dankbar drüber. Ne? Ja. Aber irgendwann ist auch Feierabend. Ne? Weil ich habe da auch schon echt viel Scheiße gemacht. Ne? Sachen verkauft von ihr und dies und das. Die letzte Aktion, wo ich aus Olsberg kam, das, was ich bei meiner Schwester abgezogen habe, da war ich ganz krank gewesen, da schäme ich mich auch für. Mhm. Da, wo ich aus Olsberg kam, da habe ich sie gefragt, ob sie mir 20 Euro leiht, natürlich für Koka, hat sie gesagt, nein. Dann fahre ich eiskalt dahin, ne? Ja, voll Stress, dann bin ich in eine Wohnung und auf einmal, als ob Gehirn ausgeschaltet ist, ey, gehe ich an ihre Handtasche, hole das Portemonnaie raus, ja, und das Geld, ne? Und hast sie dann beklaut. Ja, natürlich hat sie dann auch Polizei gerufen, ne? Mhm. Wollte mich nicht mehr aus der Tür rauslassen. Und was mache ich? Springe ich noch aus dem Balkon dann, ne? Und das ist schon, das ist eine Nummer, die geht gar nicht eigentlich, ne? Also manchmal erkenne ich mich auch gar nicht mehr wieder. Ja, durch die ganzen Drogen, ja, ne? Und selbst das hat meine Schwester mir verzeiht. Ja. Wie ist da heute so der Kontakt? Fragen die so nach dir und versuchen dir doch irgendwie, ne? Klar, ja? Natürlich, ja. Ja. Meine Mutter sagt, oh mein Gott, wenn ich dir helfen könnte, also ich würde sofort alles machen. Ne? Sagt sie, aber wie? Sagt sie, indem ich dir Geld gebe oder so, ne? Für dein Zeug ist das keine Hilfe, ne? Da unterstütze das ja noch, ne? Ja, aber sie gibt mir ab und zu was, weil sie Angst hat, dass ich entweder klauen gehe oder da am Strich gehe, ne? Und das tut mir auch so leid für meine Mama, ne? Die ist auch schwer krank, ey. Ja, das ist wirklich sehr hart, Steffi. Ja, ich weiß, ja. Und also dein Freund, jetzt, ne? wo ist dein Freund jetzt momentan? Er hat auch keine Wohnung und schläft beim Kumpel wohl, ne? Ja. Ja. Das ist deswegen, wir sind 7 Jahre zusammen, aber ich merke, unsere Beziehung geht, glaube ich, auch bald alles den Bach runter. Ist nicht mehr so, das ist schwierig, ne? Man lebt ja auseinander. Ich gehe bei meiner Mama pennen, er da, ne? Ja, nach meiner Mutter kann er nicht. Wie gesagt, sie ist auch schwer krank. Geht alles nicht. Ja. Wie war das? Also, wie habt ihr euch kennengelernt? Wie war das früher? Ja, hier. War er schon abhängig? Ja, ich aber auch halt. Ne? Ja. Also, hier am Stadtgarten habt ihr euch kennengelernt? Ja, da am Café Kick, kennt ihr das? Ja. Ja, da. Ja. 2014, ja. Hm. Bist du denn hier täglich? Ja, schon. Also morgens eigentlich immer am Kick und dann macht es 16 Uhr zu und dann bin ich eigentlich immer hier. Ja, und abends meistens dann da im Norden. Mhm. Ne? Da. Ja. Steffi, machst du dir oft Gedanken über dein Leben? Oder ja. Funktionierst du nur noch und... Ich funktioniere eigentlich Drogen, wirklich, ich lebe eigentlich nur noch so für die Drogen, aber trotzdem mache ich mir immer noch Gedanken, ne? Weil für meine 32 bin ich, ja, habe ich gerade gesagt, ne? Schon echt gute Krankheiten, ne? Scheiß HIV, Hepatitis C, Leber geht kaputt, ne? Wie lange hast du jetzt schon HIV? HIV sind jetzt knapp 4 Jahre. Und Hepatitis C wurde festgestellt, da war ich 18, ne? Das ist schon übel, ne? Das Schlimmste ist, dass ich noch niemals hinkriege, mir das Rezept zu holen und die Medikamente zu nehmen. Ne? Hm. Noch niemals das kriege ich hin. Ne? Das ist lebenswichtig. Ne? Ja. Ach, Steffi. Das ist so echt so kein Leben. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich weiß, aber... Auch mit deinem Kind. Das tut mir auch am meisten weh, ne? Dass ich halt selber nicht halt für sie da sein kann, ne? Wie oft siehst du denn dein Kind, oder? Ja, eigentlich alle paar Tage, ne? Alle paar Tage? Ja, weil meine Schwester wohnt nicht weit weg von meiner Mama. Ja, und dann sehen wir uns immer. Ja. Boah, ich weiß auch im Moment nicht so, wie ich da rauskommen soll, ne? Jobmäßig oder so, weiß ich gar nicht, ob ich da... Erstmal habe ich gar noch nie gearbeitet, bin ich ganz ehrlich. Achte Klasse damals abgebrochen. Das Leben clean... Mhm.
kenne ich auch nicht, seitdem ich 13 bin, war ich nonstop nur auf Drogen. Außer die Haftzeiten halt, ne, und wenn ich mal in Entgiftung war. Da komme ich aus der Entgiftung nach 2-3 Wochen raus. Ja, das Erste, was man macht, ist hier hinfahren. Das ist nicht mehr normal. Ja. Jetzt habe ich auch wieder so viele Straftaten offen. Auch wieder nur die Lappalie, halt Ladendiebstahl und Schwarzfahren. Ne? Also kann sein, dass ich dann auch wieder in eine Kiste muss. Wie war dort die Zeit? Wie war die Erfahrung dort? Am Anfang ist immer schwierig, ne? So, na, aber dann geht's eigentlich, ne? Ich bin froh, Alter. Ich bin eigentlich auch so eine Person, ich lasse mir nichts gefallen oder so, ne? Aber trotzdem gibt's auch einige Weiber, ne? Mhm. Ja, hast du keine Chance, ne? Ja. Alles scheiße. Ja, du bist jeden Tag hier unterwegs. Ja. Das ist. Ja. Wie sieht's aus? Hast du noch mal an eine Entgiftung nachgedacht? Ehrlich oder gesagt, Therapie? Nein. Therapie habe ich mir nachgedacht, wenn ich jetzt halt Gerichtsverhandlung habe. Und vielleicht habe ich Glück und die geben mir Bewährung. Aber wenn nicht und ich muss in Haft, dann bin ich am Überlegen, dass ich dann lieber Therapie statt Strafe, das ist ja dieser Paragraph 35er, dass ich dann lieber noch mal eine Therapie mache, schon allein wegen meiner Tochter auch, ne? Ja. Weil ich will auch, wenn die älter wird, will ich auch nicht, ja, guck mal, Alter, voll die Junkie-Mutter oder so. Das ist ein Kind, das ist so kacke. Ja, es. Ja. Ja, du hast vorhin gesagt, du gehst anschaffen. Wie lange machst du das jetzt schon? Ja, ein paar Jahre so, aber dann waren auch Zeiten, wo ich es nicht mehr gemacht habe, ne? Weil mein Freund, klar, der hat auch was dagegen, ne? Ja, aber jetzt fängt es wieder an, ne? Irgendwie. Ja. Wirklich sehr traurig. Ja. Ja, und vor allen Dingen, ne? Da sowas zu machen, nur wegen Scheiß Kokain, das ist doch armselig, auf Deutsch gesagt. Das ist erniedrigend auch, ne? Gehst du denn zurzeit auch noch klauen? Ja, nein. Vor ein paar Monaten habe ich es noch gemacht, ne? Aber jetzt, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Erstmal ist das sowieso voll schwer geworden, alles, ne? Und wenn ich jetzt noch mehr klauen erwischt werde, ey, dann die Haftstrafe, wenn ich wirklich rein muss und nichts klappt, dann wird immer länger, immer länger, immer länger. Ja, ich verpasse, ja, das Aufwachsen meiner Tochter, weißt du, das will ich nicht verpassen eigentlich, ne? Will ich schon mitbekommen. Und wenn ich im Knast bin, dann kriege ich davon gar nichts mit, ne? Ja. Ah, und letztes Jahr schwanger war, habe ich eigentlich, also ich habe dann zu der Zeit noch Tabletten genommen, Alkohol, da habe ich aber mit die zwei Sachen komplett sofort aufgehört. Ja, aber leider mit Kokain nicht geschafft, ne? Ja, aber toi, 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 Gott sei Dank, meine Tochter ist gesund, ne? Gott sei Dank, ja. Und wie würdest du deine Kindheit beschreiben? Eigentlich ganz gut, ne? Also ich bin zwar ohne Vater aufgewachsen, ne? Aber meine Mama war immer für uns da, ne? Die hat alles für uns gemacht. Und also ich hatte jetzt schlimm, kann ich nicht sagen, ne? Dass ich, bei mir war einfach nur das Ding, bei mir wurde viel zu viel durchgelassen, ne? Alles erlaubt, dies, das. Und ich hatte meinen eigenen Kopf, ich habe das gemacht, was ich wollte. Das ist so, ja. Steffi, wie viel Drogen hast du heute schon genommen? Zwei, also ein 25er weiß und ein 20 weiß, ne? Und eine Lyrica und eine Rivotril-Tabletten. Und wie sieht's aus mit Alkohol? Ja, nur Bier, ne? Also mal nur 3-4 Stück, mal vielleicht auch 6-7, ne? Aber früher fällt mir auch gerade mal noch einer, bei 18, da war ich auch schwer auf Schnaps, ne? Und das ist gar nicht schön, ne? Schnaps packe ich auch nicht mehr an, weil da wurde ich auch echt aggressiv und ne, bin ich froh, dass ich davon wenigstens nicht mehr trinke. Ja. Steffi,
Möchtest du den Leuten noch irgendwas mitteilen? Da draußen? Ja, wie gesagt, ne? Wo ich mich befinde halt, ich bin immer am Kick morgens, nachmittags im Stadtgarten, ne? Ja. Klar, Hilfe bräuchte ich auch, ne? Am meisten mit Hilfe, wo mir sehr mitgeholfen wäre, ich brauche unbedingt eine Wohnung, ne? Ich kriege also Jobcenter und so, ist alles geregelt, kriege ich, ne? Mhm. Ja, es, für mich ist leider schwer, eine Wohnung zu finden, weil ich eine Schule verstehe. Mhm. Ne? Das wäre das. Ne? Da wäre schon cool, wenn da mir irgendwie jemand hilft. Ne? Ich habe auch schon so oft bei eBay Kleinanzeiger immer angeschrieben, ja, immer Pech gehabt. Ne? Ja, das kriege ich wenigstens noch hin, weißt du, das mache ich auch, oder meine Papiere, kriege ich das alles noch hin. Ja, aber immer Pech gehabt, ne? Scheiß Schufa, das ist das, ne? Hm. Ja. Steffi, vielen Dank dir für das Gespräch. Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Dass du es doch irgendwie schaffst. Ja. Ja? Ich hoffe es auch, ne? Nur ich bin ganz ehrlich, ich mache mir auch nichts vor. Im Moment ist es schwer halt, ne? So, ich, ja. Ich bin schon mal froh, dass ich wenigstens von Heroin weg bin. Ich bin im Methadon-Programm, ne? Warum soll ich das dann auch noch nehmen, ne? Brauche ich nicht. Aber diese scheiß Koks, ne? Das ist echt ein Teufelszeug. Ja. Vielen Dank, Steffi. Alles Gute dir. Ja, kein Problem. Ich danke auch.